So, darunter befindet sich eine Kompostmiede. Die geht von hier quer durch den Garten bis dahinter, also eine richtige Schlange. Das sieht man jetzt nicht, ich werde es jetzt mal befreien. Den ganzen Gewächs, die da drauf sind. Das ist geschützt durch Schafswolle als Abdeckung. Und da ist der Kompost drunter, den wir vor einem Jahr im Herbst angelegt haben. Und schauen wir mal, ob es schon fertig ist, was draus geworden ist. Da ein paar Kürbisse haben wir noch, die ernten wir noch ab. Ich brauche wieder Platz für einen neuen Kompost. Das ist unsere Schafwolle, die wird jetzt hier drauf zum Schutz von unserem wertvollen Kompost. Wie eine Haut. Nehmen wir mal ab. So, schauen wir uns das mal an. Ja, sieht doch ganz gut aus. Perfekte Darabreda-Erde. Wir haben uralten und streng geheimen Rezept hergestellt. Aber ich verrate es euch. So, das sieht man jetzt mal ab. Das Zeug, das wir raussieben, das können wir wunderbar wieder verwenden für unseren neuen Kompostansatz. Da sind die ganzen Mikroorganismen dran, Bakterien und so weiter. Die brauchen wir wieder als Starter, wenn wir den Grünschnitt von dem Jahr verarbeiten. So, jetzt habe ich den Kompost ausgesiebt. Und das ist das Ergebnis. Also besser geht's nicht. Das ist wahrscheinlich die Königsübung, Kompost herzustellen. Es sind ganz viele Inhaltsstoffe drin. Werde ich euch alles später im Video erklären. War auch eine Riesenschinderei, alles anzuschleppen am Anfang, wie ich den Garten übernommen habe. Da gab es keinen Kompost. Ist jetzt nach dem ersten Jahr. Oh, ja, und jetzt ist es ein Kreislauf im Garten, so wie ich mir das gewünscht habe. Beim letzten Video habe ich Darabreda aus anderer Erde hergestellt. Das ist der Haufen hier. Aber da habe ich es vom Kompostplatz geholt. Die Grundlage, die Erde. Ist natürlich besser, wenn man sein Zeug selber hat. Also ich habe jetzt da einige tausend Liter. Hier geht es 10 Meter hinter. Und es geht hier ringsum um den Baum rum. Bis da drüben, bis zu der Kuften. Beste Erde. So, jetzt legen wir eine neue Miete an. Die großen Teile, das hier, das kommt ganz nach unten. Langen Äste.
erste Schicht. Geben wir jetzt also ein bisschen fest. Da kommt jetzt unsere Erdmischung oben drüber, eine dünne Schicht. Dann kommt die nächste Lage, Unkraut und Äste. Die neue Miete schließt dann die alte an. Wenn wir Kompost brauchen, nehmen wir es natürlich vom Vorjahr weg, vom alten da hinten. Und den lassen wir reifen bis zum nächsten Herbst. Dann haben wir auch wieder wunderbare Drabreder-Erde. So, dann setzen wir jetzt mal die Erdmischung an. Ich zeige euch, was man da alles rein tut. Genau. Wir mischen jetzt 100 Liter Erde und damit decken wir unser Unkraut ab. Das mache ich 2×50. Die Mischung besteht aus 60 Litern Komposterde, 20 Liter Lehmboden und 20 Liter Pflanzenkohle. Und dazu geben wir noch je einen halben Eimer Mist. Wieder Lehmboden, da die Hälfte, dazu kommt jetzt noch Pflanzenkohle, kriegt man im Internet, alle Verkaufsplattformen. Die 10 Liter. Also pro Kufte ist jetzt 50 Liter an. Und tun wir jetzt in jedem Behälter 2 Schaufeln Urgesteinsmehl. Das gibt es auch im Internet zu kaufen. Und ganz fein gemahlene Mineralien. Dann haben wir hier noch unseren Mist. Das ist in dem Fall aus dem Kuhstall. Der liegt schon seit 2 Jahren hier, darum ist er sehr vererdet, aber das macht nichts, das ist gut an. Man kann auch mal frischen nehmen. Da je 10 Liter. So. Wir geben noch je 2 Schaufeln von Mehl dazu. Ich wiederhole nochmal, wir haben hier 100 Liter Erde gemischt, also Drabreder-Erde. Die besteht aus 60 Liter Komposterde und Kompostplatz, 20 Liter Pflanzenkohle, 20 Liter Lehmboden und als Zusatz geben wir noch einen halben Eimer Mist, 2 Schaufeln Urgesteinsmehl und 2 Schaufeln Hornmehl. Hornspäne kann man auch nehmen, aber Hornmehl löst sich schneller auf. Okay, jetzt mischen wir das mal durch. Und dann ist es einsatzbereit. Damit decken wir dann unsere Äste auf unseren neuen Miete ab. Also
Idealhaltung auch noch Rinderblut drauf, vergorenes. Das sammelt man im Behälter, zum Beispiel vom Literbehälter, und lässt es 2 Wochen stehen. Man fängt es gern an und das tut man dann als letzte Schicht oben auf die Miete drauf. Das wäre ideal, aber da hat man natürlich nicht immer Zugriff drauf, und darum nehmen wir Hornmehl als Ersatz. In der Spielzeugwegnahme, die Abdeckung vom Sandkasten, kann man es viel besser mischen mit 2 Händen, weil die sind klein, die Kuften. Gebt jetzt den Behälter auf, und wenn ich sie brauche, dann hole ich mir ein paar Schaufeln raus. Es steht immer einsatzbereit in der Ecke, und wenn neuer Kompost anfällt, dann brauche ich was zum Abdecken. So machen wir es mit dem anderen Behälter auf. So, mit unserer gemischten Erde machen wir jetzt eine leichte Schicht auf unser Grüngut, dass das schön bedeckt ist. Das ist dann unsere erste Lage, die ist dann fertig. Ja. Jetzt machen wir weiter mit Grünzeug wieder. Beide Lage. Die Miete soll ungefähr 1,20 Meter breit sein und maximal 1 Meter hoch, dass das Trapez vor mich oben abschließt. Dann wird es noch abgedeckt mit Schutzmaterial. Okay, mehr Material habe ich jetzt gar nicht. Hier ist noch irgendwas. Das grobe Material kommt ganz unten. Und dann unten hin immer feiner. So, mehr Material habe ich jetzt gar nicht. Dann ist die Miete fürs Erste jetzt fertig, das trammeln wir jetzt wieder fest. Echt bedeckt. Seiten ein bisschen zumachen. So, zweite Lage fertig. So, ich da hinten habe ein bisschen was gefunden. Also immer wenn man was hat, muss man drauflegen. Egal welche Menge. Steilen. Es gibt nicht so viel Grünabfälle, also es gibt keinen Grund, irgendwas wegzufahren. Hier wahnsinnige Menge verarbeiten. So, das ist nur eine kleine Menge. Und dann gleich die Erdschicht drauf.
habe jetzt da noch ein bisschen Urin im 20 Liter Kanister. Sammeln ist immer auch sehr guter Dünger. Das geben wir da einfach mit drauf. Kompost soll immer feucht sein. Das heißt, ich werde es in der Gießkanne ein bisschen anfeuchten. Fürs Erste. Dann ist es abgedeckt mit Schafwolle in meinem Fall. Man kann auch Stroh nehmen oder irgendwas anderes, was luftdurchlässig ist und ein bisschen schützt. Ja, und den Rest legt dann der Regen in die Regenwürmer. Einmal kurz angießen. Und jetzt decken wir es ab mit Schafwolle. Zum Schutz. Der Kompost ist ja auch ein Lebewesen. Schön. Soweit wäre das unser Miedenkompost dann fertig. Nach einem Jahr haben wir wunderbare Drabräder hier am Anfang gezeigt. Da kann man dann noch nach Demeter-Richtlinien Präparate einbringen. Da geht es noch besser. Mit Zinnkraut-Tee und Demeter-Präparat bespritzen. Das fördert alles das Bodenleben und die Abbauprozesse und Umsetzungen gehen schneller. Ich mache die Schafwolle auch noch wegen nass, dass es nicht wegfliegt. So, dann haben wir unseren Miedenkompost soweit fertig. Und immer wenn wir was Neues haben, geben wir die Wolle ab, die Wolle abnehmen, drauflegen, Erde drauf. Eventuell angießen, Schafwolle wieder drauf. Also man hat nie irgendwas rumliegen. Und nächstes Jahr um die Zeit wird geerntet. Viel Spaß beim Nachmachen.